Ja, ich muss sagen, wir hatten eine super Vorbereitung. Die Jungs sind wirklich sehr heiß, also sehr gespannt auf das morgige Derby. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft in den letzten Tagen noch näher zusammengerückt ist als davor. Und diesen positiven Spirit müssen wir auf jeden Fall mit in den Spiel nehmen. Ja, wir haben jetzt 4 Wochen hinter uns. Wir haben uns entschieden, hier in Deutschland zu bleiben. Mit 6 Spielen in diesen 4 Wochen auch jedem die Möglichkeit zu geben, sich auf dem Platz zu zeigen. Das Positive ist ganz einfach, dass von den 6 Spielen kein einziges ausgefallen ist. Wir wirklich die 6 Spiele so bestreiten konnten, wie wir uns das vorgenommen haben. Man muss dazu sagen, wir haben 5-mal auf Kunstrasen gespielt, einmal auf Naturrasen. Haben jetzt auch die letzten Trainingseinheiten auf Naturrasen absolviert, weil es schon ein Unterschied ist, ob man auf Kunstrasen spielt oder auf Naturrasen. Das muss man so festhalten. Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft viele Dinge so auf den Platz gebracht hat in den Vorbereitungsspielen, unabhängig in was für einer Konstellation wir da auf dem Platz standen, dass wir gut vorbereitet in das Derby morgen gehen werden. Wir natürlich wissen, dass wir gegen eine enorme Wucht spielen werden, wenn wir von Saarbrücken sprechen. Gerade eine Wucht im Offensivspiel, eine Wucht bei Standardsituationen. Und das wird es, darauf wird es ankommen, dass wir diese Dinge so unterbinden, dass wir den Gegner nicht zu einfach zu irgendwelchen Szenen einladen, die dann die Brust noch breiter werden lässt, sondern wir selbst bei eigenem Ballbesitz, und da denke ich, haben wir an ein paar Stellschrauben gedreht in der Vorbereitung, so auftreten, dass wir uns über die kleinen Erfolgserlebnisse eine breitere Brust holen. Und was man immer im Hinterkopf haben muss, ist mit Sicherheit oder wird mit Sicherheit oder werden mit Sicherheit die Platzverhältnisse sein. Da muss man ganz einfach schauen, wann ist der lange Ball das richtige Mittel, wann ist das kurze Herausspielen von hinten das richtige Mittel. Also das müssen wir dann ganz, ganz schnell hinbekommen, dass wir da ganz oft und wenn es geht, immer die richtige Entscheidung treffen. Ja gut, meine Erwartungen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Saarbrücken eine gute Hinrunde gespielt hat, wahrscheinlich mit breiter Brust morgen antreten werden. Wir dagegen wollen alles Mögliche dafür tun, dass sie mal wieder ein bisschen runterkommen und wir uns einfach seit dem ersten Spiel dann so stabilisieren, dass wir eine Top-Rückrunde spielen können. Alexander Stefanovic ist vorgestern nochmal am Knie operiert worden. Das wird nochmal eine Weile dauern. Ist leider so. Wir haben mit Fatih Köksal jemanden, der gerade im Aufbautraining ist, aber so wie er sich bewegt, sage ich auch, ist das keine Sache, die in 2 Wochen beendet ist. Bei Ismail Morabit ist es so, dass er wieder Knieprobleme hat und das jetzt, ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen dann so abgeklärt ist, dass man da weiß, wie man damit umzugehen hat. Und ein Fragezeichen ist bei Moritz Göttel, der eine Sache an der Kapsel hat, am Sprunggelenk, nichts Dramatisches, aber weiß ich nicht, ob es für morgen reicht.